So, Sie haben schon gemerkt hier so diese Darstellung. Gucken wir uns dieses Beispiel nochmal an. Das ist relativ länglich, wenn ich da diese ganze Übergangsfunktion immer so hinschreiben muss. Darum haben wir auch hier bei den Turing-Maschinen eine etwas vereinfachte Darstellung. Ja, die grafische Darstellung von Turing-Maschinen. Na, ähnlich wie wir das bei endlichen Automaten gemacht haben, können wir auch die Turing-Maschinen grafisch darstellen. Beziehungsweise eigentlich ist es eine grafische Darstellung der Übergangsfunktion. So, was wir machen, wir formulieren die im Prinzip in so einer Form als Flussdiagramm. Im Prinzip so ein Ablaufplan. Und zwar bauen wir das sozusagen auch so induktiv auf. Das ist eine Turing-Maschine. L. Das ist auch eine Turing-Maschine. R. Das ist eine Turing-Maschine, die genau einen Schritt nach rechts geht. Und wenn wir einfach einzelnes Zeichen schreiben, heißt das, dieses Zeichen A an der aktuellen Position schreibt. So, dann können wir mehrere Turing-Maschinen miteinander verketten. M1 und dann Pfeil M2 oder Kurzform. Die führt erst Turing-Maschine 1 aus, dann wird Turing-Maschine 2, M2 angewendet. Ja, also auf die Startkonfiguration wird M1 angewendet und auf das, was dann auf dem Band steht, wird direkt M2 angewendet. Wir haben eigentlich gesagt, so eine Turing-Maschine, die hört immer damit auf, dass sie in Haltezustand übergeht. Das wird natürlich M1 jetzt nicht machen. Die wird also irgendwie in so einen anderen Zustand übergehen, ja, der nicht der Haltezustand ist, ja, weil sonst könnte M2 gar nicht loslaufen. So, wir würden wieder mit so einer Spitze den Anfang einer Turing-Maschine kennzeichnen. Und jetzt können wir noch so einen bedingten Übergang machen. Also M1 geht über nach M2, heißt M1 geht über nach M2, heißt M2 wird ausgeführt, auf jeden Fall, nachdem M1 ausgeführt ist und M1 nicht irgendwie endlos weiterläuft. Und jetzt können wir aber auch sowas machen wie M1, M2 und die Kante mit so einem kleinen Sigma, das ist das griechische Sigma als Kleinsymbol. Das heißt, M2 wird ausgeführt, wenn, und dieses Sigma gerade das aktuelle Zeichen ist, auf dem gerade der Lesekopf steht. Also beispielsweise könnte man jetzt sowas machen. Wir starten eine Turing-Maschine mit M0, ja, und dann haben wir mehrere Maschinen, M1, M2 bis MN. Und je nachdem, welches Zeichen nach dem Ende von M0 gerade unter dem aktuellen Kopf ist, wird dann irgendwie die nachfolgende Maschine ausgeführt. Also diese Turing-Maschine, was wird die machen? Die startet mit M0 und wenn dann das aktuelle Zeichen A1 ist, wird als nächstes M1 ausgeführt. Wenn nach M0 das aktuelle Zeichen aber A2 ist, dann wird die Maschine M2 ausgeführt und so weiter. Ja, also irgendwie sowas wie eine bedingte Verkettung von Turing-Maschinen. Sowas soll heißen, also M2 wird ausgeführt nach M1, wenn das aktuelle Zeichen ungleich blank ist. Also klein Sigma steht für, in diesem Fall führe M2 nach M1 aus, wenn M1 anhält und das aktuelle Zeichen ungleich dem Blank ist. Ja? Auch das habe ich manchmal. Und wenn ich mehrere Zeichen dahin schreibe, wenn ich sowas mache, führe M2 nach M1 aus, wenn M1 anhält, das aktuelle Zeichen A oder ist. Ja?